in einem Wort zusammengefasst, natürlich sind wir zufrieden mit den bisherigen Erfolgen. Wir haben seit 2019 bereits einen Anteil an erneuerbaren Energien in Bayern von mehr als 50% erreicht. Das heißt also, mehr als die Hälfte des erzeugten Stromes aus Bayern kommt aus den Erneuerbaren. Übrigens so viel, wie kein anderes Land auf dieser Welt auszuweisen hat. Das vergisst man immer und es ist durchaus auch mal bemerkenswert hier zu sagen. Wir sind angetreten, natürlich, um den Ausbau der Erneuerbaren mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam und vor allen Dingen umweltfreundlich eben nach vorne zu bringen. Und deshalb kurbeln wir die Energiewende und den Ausbau kraftvoll an. Unser Energieminister Hubert Aiwanger hat ja im November 2019 in seiner Regierungserklärung das bayerische Aktionsprogramm Energie vorgestellt, eine umfassende Agenda mit insgesamt 13 Handlungsfeldern und mehr als 70 Einzelmaßnahmen. Dazu gehört übrigens auch die Digitalisierung der Stromversorgung. Das aber, glaube ich, wäre mal ein Extra-Thema, was wir heute nicht vorrangig behandeln wollen. Aber alle anderen Maßnahmen versuchen wir natürlich derzeit Schritt für Schritt umzusetzen. Bayern, glaube ich, das ist unstrittig, ist ein Sonnenland und Photovoltaik ist damit eine ganz wichtige Säule für den Zubau von Erzeugungsleistungen. Leuchtturmprojekt, will ich mal sagen, PV im Freistaat. Und die Staatsregierung hat in der Tat auch als erstes Bundesland auf die Freiflächenverordnung zugegriffen, insbesondere bei PV eine neue ambitionierte Zielmarke gesetzt, das Kontingent für Photovoltaik deutlich in den letzten Jahren gesteigert. Wir waren mal bei 30, dann sind wir über 70, inzwischen bei einer Flächenkulisse von 200 Anlagen pro Jahr angekommen. Das ist eine stolze Summe und das ist auch mehr, als die Grünen übrigens gefordert haben. Wertvolle landwirtschaftliche Flächen bleiben unberührt, das möchte ich hier ausdrücklich feststellen. Ein riesiges Potenzial sind unsere Dachflächen. Grünen Strom vom eigenen Dach zu erzeugen, die Solarenergie. Auch da fördern wir Photovoltaik in Kombination mit intelligenten Speichermöglichkeiten. Ich darf hier unser Speicherprogramm im 10.000 Häuser-Programm, im früheren 100.000 Dächer-Programm erwähnen. Die Installation eines neuen Stromspeichers in Verbindung mit einer neuen PV-Anlage wird hier gefördert und das nutzen wirklich viele unserer Menschen in Bayern. Ein großartiger Erfolg. Wir haben rund 40.000 Anträge zu verzeichnen. Damit wurde die Installation circa 1.000 Euro Förderbetrag pro Antrag von fast 300 Megawattstunden Batteriespeicher oder anders ausgedrückt 300 Megawatt Peak PV-Leistung angereizt und ich denke, das ist eine stolze Summe. Ich glaube, der Gebäudebestand muss auf Kurs Richtung Klimaneutralität gebracht werden, ökologisch sinnvoll, sozialverträglich, mit klaren Rahmenbedingungen zur Planungs- und Fördersicherheit. Zweiter großer Baustein im Technologie-Mix ist die Bioenergie. Wir fördern hier die energetische Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen und auch das Förderprogramm Bioklima unterstützt den verstärkten Einsatz von fester Biomasse, von Hackschnitzeln, von Pellets zur Wärmeerzeugung. Wir haben 2020 mit diesem Förderprogramm rund 23 Projekte mit rund 2 Millionen Euro gefördert, was im Endeffekt 11,2 Millionen Euro an Investitionen in Biomassekraftwerke ausgelöst hat. Wir haben hier in Bayern traditionell ein politisch sensibles Thema angefasst, nämlich die Wasserkraft, wozu der CSU, unserem Koalitionspartner, seit vielen Jahren ein bisschen der Mut gefehlt hat. Mit einem neuen Programm soll die Steigerung der Stromerzeugung der bayerischen Wasserkraftanlagen, die über das EEG gefördert werden, nun angereizt werden. Ziel ist hier, ein Förderprogramm baldmöglichst zu starten. Auch hier stellen wir rund 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, um eine Erhöhung der Leistungskapazität in Sachen Wasserkraft zu unterstützen, wenn, das ist Voraussetzung, der Betreiber gleichzeitig die Ökologie verbessert, also auch hier die Harmonisierung von Ökonomie und Ökologie. Und ich denke, es ist kein Hexenwerk, diese beiden Ziele gleichzeitig miteinander zu verfolgen. So, und jetzt komme ich noch zu einem, ja,
ganz heißen Thema, nämlich die Windenergie. Meine Damen und Herren, da haben wir in der Tat ambitionierte Ziele. Ich glaube, das durchaus sagen zu dürfen, nach jahrelangem Stillstand muss das Thema Windenergieausbau nun endlich wieder verstärkt nach vorne gebracht werden. Und wir stützen und unterstützen hier die Kommunen beim Ausbau in Form von Beteiligungen. Beteiligungen zum einen für die Kommunen, aber auch für Bürger. Und darum stoßen wir bei den Kommunen auch gerade sehr viele neue Projekte an. Also ich glaube, das lohnt sich sehr. Im Rahmen dieses Projekts Aufwind haben wir Windkümmerer installiert. Das sind ausgewiesene Experten, die seit Ende 2020 ausgewählte Kommunen bei ihren Vorhaben unterstützen. Wir haben momentan 29 Projekte mit 39 beteiligten Kommunen. Also man spürt, es geht da voran. Und da kommt natürlich die 10H-Regel ins Spiel. Diese 10H-Regel möchte ich an dieser Stelle gleich deutlich erwähnen, weil da sicherlich viele Fragen kommen. Diese 10H-Regel, meine Damen und Herren, ist leider für die CSU nicht verhandelbar. Und dennoch, meine Damen und Herren, halten wir vehement daran fest, dass die erneuerbaren Energien und die Energiewende von uns ambitioniert vorangetrieben werden, insbesondere, weil wir gerade über Wind sprechen, die Windenergie. Uns ist es, denke ich, auf den letzten Metern oder in letzter Minute noch gelungen, insbesondere wichtige bayerische Anliegen im EEG zu verankern. Viele unserer Forderungen wurden berücksichtigt und da darf ich an dieser Stelle durchaus mal ein herzliches Dankeschön an unseren Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, unseren Architekten, Energiearchitekten, wie ich immer gerne zu ihm sage, weitervermitteln. Danke, lieber Hubert, für die leidenschaftliche, ambitionierte, kraftvolle, vorbildliche und vehemente Bereitschaft für diesen großartigen Einsatz. Der Hubert ist unser Impulsgeber für energiepolitische Entwicklungen und Transformationen in Berlin. Und ohne ihn hätten wir das, was jetzt im EEG steht, für Bayern nicht erreicht. Musik